Hallo Freunde, willkommen zurück bei Black Mesa. In der letzten Folge habe ich mich ja so ein wenig dilettantisch angestellt. Ich musste da ja durch solche komischen Stempel rennen. Das hat nur suboptimal geklappt. Ich habe es tatsächlich geschnitten. Das Video wäre um einiges länger gewesen. Das wollte ich euch aber ersparen. Also, ja, ich würde sagen, nun geht's weiter. Beste Chancen, um hier weiter zu verkacken. Gucken wir doch einfach mal. Okay. So. Oh, das sieht ja gut aus mit den Flammen. Brennt aus. Und ups. Okay. So weit, so gut. Licht einschalten hier. Wir vorfahren lassen. Zack. Okay, jetzt kommt der schwierige Teil. Ah, super. Toll. Super geklappt. Geht ja echt gut los hier. Ja, hier mit dem Springen, das kriege ich echt nicht auf den Schirm. Müssen wir hier wieder komplett rumlaufen. Ich glaube auch nicht, dass es hier irgendwie einen einfacheren Weg gibt. Ja. Heps. Hallo? So, try again. Auf zum nächsten. Na, das klappt wenigstens jetzt. Ah, wieder durchs Feuer. Na, toll. Wow. Spielstand gespeichert. Juhu, das hat geklappt. So, wenn ich nicht weitergefahren wäre, wäre ich da reingefallen und das wäre sehr suboptimal. So, weiterfahren. Okay. Ah, scheiße. Ja, toll. Da jetzt nicht wirklich dahin, dass der mich ein bisschen hochzieht. Ah, toll. Okay, und tschüss. Ja, ich glaube, hier kommt man nämlich nicht mehr raus. Nee, no way. Okay, ja, dumm gelaufen.
Nächster Versuch. Ne? Gucken wir mal, was wir diesmal schaffen. Na, toll. Es gibt auch, glaube ich, keine Möglichkeit. Ah, okay. Das hat ja einigermaßen geklappt. Munition. Juhu. So, da will ich mal kurz nachladen. Zack. So. Kisten. Ist da was drin? Nope. Okay. Und hoch. Ja, lief ja bis jetzt besser als ich gedacht habe. Fast besser als ich es mal trainiert habe. Ich habe den Parcours schon 2-3 Mal gelaufen. Ansonsten, ich war ja kurz vorm Verzweifeln. Daher weiß ich auch ungefähr, was gleich auf mich zukommt. So. Erledigt. Ne? Klar. Dahinter war nix. Wollte aber nachladen. Genauso wie die auch. Da geht's nicht weiter, hier geht's weiter. Fragwürdige Technik. Ja, netter Kollege, bleib da mal drin. Tot ist er. Ob das jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, keine Ahnung. Fragwürdig ist es allemal. Nix. Okay. Da geht er nicht. Oh, jetzt können wir Farbbälle abschießen. Nett. Da liegt er. Und hier oben liegt noch einer lang eben. Zerbröselt da unten. So, da liegt noch ein Wachmann drin. Ah, cool. Eine Armbrust. Aber das ist erstmal hier interessanter. Nee.
alles gut zerdeppert aus. Hier noch irgendwas, außer ein paar Tote. It ain't no good up there. It's all sealed off. The only way out would be to find someone with scanner access who can open the front door. I'm pretty sure there's a few scientists hiding out somewhere in the labs. Maybe with the both of us looking, we can track them down and get them to let us out of here. You better reload, sir. Ja, genau. Gucken wir mal, ob hier noch ein paar Wissenschaftler rum sind oder ein Wissenschaftler, der uns den Ausgang öffnet. Irgendwo hier im Labor sollen welche versteckt sein. Gucken wir doch mal, ob wir die finden. Ah, cool. Errungenschaft. Koffeinentzug. Ha, super. Okay. Bringt einen das also Errungenschaft, wenn man hier an Automaten rumspielt? Gut, da war nichts, aber hier ist noch ein Erste-Hilfe-Automat. Da laden wir uns doch gleich immer wieder auf. Ich befürchte auch, dass ich das brauchen kann. Okay, so. Nächster Bereich. Mal gucken, wie es hier so weitergeht. Ah, da ist. Schrotflinte. Das hilft mir schon mal weiter. Ah, Medipack brauche ich noch nicht. Aber ein bisschen Rüstung können wir uns mal wieder aufladen. So. Schauen wir mal weiter, wie das hier. So die Befürchtung, dass hier noch mehr Soldaten sind. Okay. Ist hier noch irgendwas zu machen? Ist auch nur ein toter Wissenschaftler. Ah, ein bisschen Munition, das ist gut. Scheiße. Wow. Rein hier. Gegrillt. Hoffe ich. Also, ja, toll.
Super. Aua, los. Toll. Das hat super geklappt. Ganze Menge Minen. Okay. Gucken, gibt es hier noch einen anderen Weg? Nee, komme ich nicht rein. Machen. Ah, da gibt es auch einen Knopf zu drücken. Toll. Oh, super. Da rennen jetzt so ein paar Typis rum. Die haben das überlebt. Hier nochmal drauf drücken. Okay, nee. Aber die scheinen ein paar Soldaten auszuschalten. Sehr gut. Das waren aber zwei. Da habe ich beide erwischt. Gesehen? Arschloch. Der hat doch nicht mehr was dabei. Drecksack. Oh, das sieht ja auch wild aus. Ah, da hinten. Ah, da sind die Wissenschaftler. Geht da mal irgendwie hin. Komischer Raum. Da geht es also auch nicht weiter. Aber wir können mal unsere Gesundheit ein bisschen auftanken. Da kommen wir also nicht rein. Das sieht ja auch gut aus hier. Von diesen Tölpeln. Gucken, wo geht's denn hier noch lang? Da geht's nicht weiter. Ah, hier können wir uns auch aufladen. Bisschen Munition, aber. Weiterbringen tut uns das auch nicht. Ja, die Rüstung, die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Zack. 100, 100. So kann es weitergehen. Da waren wir. Hier war noch eine Tür. Was bist du denn für ein komisches Viech? Ah ja.
Hey, jetzt fällt mir... Was? Die sind ja widerlich. Fallen die mir auch noch an? Bin nicht gut erzogen. Ah, da sind eine ganze Menge von denen. Das lassen wir mal. Ah, obwohl, da können die mich... meine Rüstung wieder aufladen. Schneller. Okay. Noch die komischen Viechern welche. Vielleicht kann man die mal irgendwo einsetzen. Und die Rüstung schnell aufgeladen. Laufe ich nochmal in einen Raum rein. Da gab es sicher noch Munition. Jetzt noch ein bisschen was verswendet habe. Das war doch hier irgendwo. Genau, hier lag er noch. Ja, genau, das wollte ich haben. Zwei Magazine. Halt, da ging es lang. Jo, neues Kapitel. Beziehungsweise ein neuer Abschnitt. Dann würde ich sagen, machen wir hier für heute erstmal Schluss und Feierabend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet bei Black Mesa. Tschüss!